Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Kinder des Lichts. Ich bin wieder in der Mine, weil ich dann noch ein bisschen meinen wollte und ich habe vergessen, dass ich mich hier ausgeloggt habe. Das war dämlich. Wir sind wieder auf dem Guild-Server unterwegs. Daily Dose Minecraft lässt noch ein bisschen auf sich warten. Wie ja vielleicht einige von euch mitbekommen haben, hatte ich halt vor kurzem ein etwas, privaten Familiennotfall. Das war ein bisschen wichtiger, mich darum zu kümmern. Also es ist halt immer gerade, wenn... Wo ging es denn nochmal in die richtigen Minen-Channel? Wenn jemand halt auch noch mit einem, dramatischen Sterbeprozess von uns geht, dann tut das halt nochmal doppelt und dreifach weh, weil man halt ungerne andere leiden sieht. Und ich habe halt einfach deswegen eine riesige Aufnahmepause gemacht. Weil ich halt einfach, da hast du keine Motivation. Wie willst du denn da fröhlich und glücklich durch die Gegend hüpfen und springen und frohlocken, wenn du dich überhaupt nicht danach fühlst? Ist das ein Baby-Zombie? Ich hab dich gesehen, du kleine, widerwärtige Kreatur. Hier ist ein bisschen Eisen, das ist schön. Hier ist auch ein bisschen Kohle, das werde ich mir noch holen. Und das da oben macht mir ein bisschen Sorge. Gucken wir einfach mal, dass uns nichts auf den Kopf fällt. Ja, und deswegen, Daily Dose Minecraft möchte ich halt ganz gerne mit einem neuen Konzept starten. Da hatte ich halt mir halt diese, darüber hatten wir auch schon geredet im Livestream, so ein bisschen so ein Late-Night-Konzept ausgedacht, soll heißen, wow, hab gleich seine Brüders geholt, das finde ich uncool. Richtig, wenn man einen Zombie haut, werden bei einem Schwierigkeitsgrad, auf einem erhöhten Schwierigkeitsgrad auf dem Server immer alle anderen Zombies gleich in der Umgebung mit angezogen. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, da könnte jetzt ein bisschen mehr kommen, weil doch recht viele Monster hier in der Mine spawnen. Gold, Gold ist gut, Gold brauche ich auch. Ja, das Late-Night-Konzept geht halt auch da. Also, kommst du dann auf einmal her? Geht halt, ich habe ein neues Intro mir angefangen zu basteln. Sag mal, ist der Polen offen oder was? Ich habe mir ein neues Intro gebastelt. Ich habe mir so einen kleinen Zeitkalender gemacht, dass wir halt immer quasi das, Emerald. Aua, Mann, ich kann doch mal hier in Ruhe abbauen hier, das ist ja wohl... So, jetzt kommt hier keiner mehr durch, könnt ihr mich mal. Ich habe mir so einen kleinen Zeitkalender gebastelt, wann wir wie wo welches Thema dann durchnehmen, soll heißen wir... Oder können wir jetzt eigentlich mal in die Richtung hier buddeln und einen Gang anfangen, einen neuen Minengang. Ich finde ja was Tolles. Wobei, ich wollte eigentlich erstmal mich einfach nur in der Mine umsehen, auch ein bisschen durch die Gegend prügeln. Auch XP, um meine tollen Spitzhacken miteinander zu kombinieren, die ich habe. Skelett. Und cool. Das ist eins von denen. Ich kann nichts. Skeletten, das ist gut. Da ist es dunkel. Da sieht es noch interessant aus. Was wollte ich alles erzählen? Ich wollte so viel sagen. Jetzt hält mich die Mine schon wieder davon ab, weil sie meine volle Konzentration erfordert. Hallo, Krippermann. Kein Problem. Da kommen noch ein paar mehr Zombies. Noch auch kein Problem. Mann, was habt ihr denn für ein Radius? Sehr abartig. Mal gucken, dass von hinten keiner kommt. Ich hab eine Möhre fallen lassen. Ich fass es einfach nicht, ne? Wie lange haben wir nach einer Möhre gesucht und dann sowas? So ein Druckplatten, auf die ich lieber nicht draufgehen möchte. Das hat wehgetan. Umgucken, nichts kommt. Gut. Also, was würde ich sagen? Für die Daily Dose Minecraft habe ich mir halt einen, so einen kleinen Kalender quasi gemacht, den ich... Nicht dahin. Was ist das hier für ein OP-Bogenschütze? Kannst du dich da sprengen bei dem? Hat das hier mit erledigt? Nicht ganz. Du kannst sonst auch nichts aus einer Ausrüstung fallen lassen, was ich nicht schlecht finde. Vorsicht. Ich höre schon wieder Zombies. Hallo, du da. Bist du von oben runtergefallen? Okay, da haben wir eine Federnuss. Ihr kennt das ja so bei Talkshows, auch bei Stefan Raab zum Beispiel. Ich habe eine Fledermaus erledigt, das tut mir wahnsinnig leid. Auch bei Stefan Raab ist das zum Beispiel ja so der Fall, dass die halt auch so, die haben ja einen gewissen Rhythmus. So eine Talkshow hat immer so einen gewissen Rhythmus, in dem die Dinge dort stattfinden. Und, oh fuck. Oh, scheiße. Tja, ich habe es auf jeden Fall erst so hier kaputt gemacht. Wie lange? Noch 30 Sekunden. Das halte ich aus. Ich hoffe, ihr auch. Das ist schön. Da kommen wir inzwischen Zeit, wo ich reden wollte. Also.
Und selbst aus Minecraft soll halt auch mit Efe starten. Oh Gott, ist das schrecklich. Das ist furchtbar. Das ist ganz schrecklich. Ich kann nicht mal eine Fackel setzen. So schön, was ist das bald vorbei, ja. Wow. Sehr gut. Creeper. Zwei Stück von der Sorte. Na? Na? Gut. Und wenn ich mit viel Efe etwas starten möchte, dann muss ich halt auch Spaß daran haben. Und wenn man dann halt einen Trauerfall in der Familie hat, ist das mit dem mit dem Spaß halt nicht so einfach, würde ich behaupten. Ich denke, dafür habt ihr Verständnis. Wenn nicht, dann for you! Ach, so ein liebes bisschen. Nicht hier sein. Also hier war auf jeden Fall neulich auch jemand, hat ein bisschen der Mine was freigeräumt. Das ist gut. Und auch Sachen rausgeräumt. Dann wird hier wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel zu finden sein, bis auf hier vielleicht noch. Hier sind nämlich noch so ein paar unbebaute Gebiete. Das habe ich wieder alle Zombies von der Umgebung angezogen, ne? Da sind Treppen drin, wozu brauche ich Treppen? Ich habe eher Schiss, dass hier wieder irgendwie so eine Falle ist oder mir irgendwas auf den Kopf fällt. Für den Fall der... Sehr witzig! Aha! Ach du Scheiße, was ist da drüben denn alles los? Oh Gott! Was zum Henker? Wo geht's noch da lang? Will ich da hin? Und Spinnennetze. Finde ich nicht gut. Oh, dass hier tatsächlich jemand mal geplündert? Dass tatsächlich mal jemand geplündert? Ich glaube, das habe ich mal gebaut. Tatsächlich. Cool. Und hier waren noch mal ein paar mehr Leute in der Mine. Ich komme überhaupt nicht dazu, über das Thema zu reden, über das ich reden wollte. Das ist doof. Naja, ich denke, die Info kam an. Dann kam die Mine und dann kam bei mir nichts mehr an. Dann war Schluss. So wenig Fackeln gesetzt. Ich habe Angst vor solchen Fallen hier am Boden. Ich bin da zwar schon drüber gelaufen, aber das hier ist ja wohl mega asozial. Und das explodieren die auch noch so schnell. Was seht ihr da drunten? Was ist da? Seht ihr irgendwas da? Was ist denn da? Das ist ein Minecart. Was ist denn da unten so Spannendes? Wahrscheinlich irgendwo ein Villager. Sonst wären die da nicht so punktaggro. Will ich da in die Ecke? Ich glaube nicht. Ja. Da will ich nicht hin. Nicht unbedingt. Den habe ich schon mal platt gemacht. Da! Ah, was bist du denn? Ah, der explodiert ja sofort. Ah, der klagt ja auch. Ach, du liebes bisschen. Wie ist das denn jetzt passiert? Okay, da sieht den Villager, der sieht nicht mich. Da sind so kleine Giftspinnen! Ah, nee. Warum? Warum? Ich gehe wieder. Da. So. Der Knallfrosch. Das ist ein schöner Name. Ein Creeper. Scheiße. Das spawne ich jedes Mal in der Krypta. Gut, das ist nicht weit weg davon. Wo war das jetzt noch? Weiß das noch jemand? Ich glaube, ich könnte den Weg noch zurückfinden. Ich bin mir aber nicht sicher. Ei, Karamba. Nein, nicht solche Kraftausdrücke hier. Aber in dem Moment war das der gelungenste Kraftausdruck, der mir einfiel. Miau.
Also was ich eigentlich sagen wollte, war halt, also Daily Dose Minecraft kommt wieder, wenn halt ich wieder Zeit überhaupt habe. Zeit ist momentan auch nicht ganz so einfach. Wenn ich dann Zeit habe, verbringe ich sie meistens damit, mich einigermaßen zu erholen und zu entspannen. Naja, bla bla bla. Andrastisch hat er hier ordentlich ausgeleuchtet. Hier dürft ihr ja jetzt ja nicht mehr so viel spawnen. Ich glaube, ich bin dann hier lang. Und dann bin ich weiter runter. Und dann hier irgendwo so. Und doch, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Scheiße, ich will da nicht nochmal drauf treten. Hier runter. Hallo, Mr. Creepermann. Wer ist hinter mir explodiert? Gut. Hier nicht, aber hier vielleicht. Hallo? Ah, da sind diese Spinnendinger. Da will ich, glaube ich, nicht... Ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo sind Creeper im Kreis gefahren und hatten viel Spaß. Da muss das denn sein. Da ist das jetzt uncool. Uncool, uncool, uncool. Spawner. Viele fucking Spawner! Au! Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich einen Zombie gehauen. Der ruft jetzt bestimmt seine Brüders. Ist doch egal. Hier war das irgendwo. Ach Mensch! Erstmal rausnehmen, was ich nicht brauche. Hier die Boots anziehen und so. Und es ist so dunkel hier drin, ich sehe nichts. Habe ich jetzt alles aufgehoben? Oh, alles gut. Es ist nichts passiert. Ich wollte doch nur ein bisschen Zeug haben. Puh. Puh. Meine Sachen. Da sind sie. Death Strider Unbreaking Featherfall Protection. What? Hab ich denn da bitte eingesammelt? Was soll ich denn mit diesen ganzen Minecarts? Und was mache ich jetzt mit meinem vollen Inventar? Und wo ist mein Essen? Da ist mein Essen. Ich wollte eigentlich nur diese Folge nutzen, um anzukündigen, wo die Daily Dose Minecraft... Und wann und wieso und wo die bleibt und überhaupt. Und was ist jetzt schon wieder? Ich sitze jetzt hier fest in der Höhle und bin völlig frustriert. Tim, das ist alles deine Schuld. Dass ich jetzt hier nicht zurande komme, ja? Alles deine Schuld, so. Ach, so schön, wenn man die Schuld jemand anders geben kann und nicht seinem eigenen Gequatsche. Ich komme einfach nicht dazu, das zu sagen, was ich sagen wollte. Hier, ich bleib jetzt hier stehen und starr die Wand an. Hier, Achtung, Daily Dose Minecraft, you know. Weißt du, Folge 300, soll neues Konzept starten. Neues Intro, ein Festsatz, also die ersten paar Minuten widmen wir fest dem Commentary von Kommentaren, also kommentieren Kommentare quasi, um so ein bisschen Zuschauerfeedback zu haben. Dann suchen wir uns immer ein Thema raus, über das wir kurz reden und der Rest der Folge ist jada, 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 jada. Und dann gibt es auch noch eine Art Outro, die ich so ein bisschen benutzen werde, um Werbung für meine Freunde zu machen, für mein Netzwerk zu machen, halt, ne, für Studio 71. Und ich habe super mega Angst, jetzt diese Wand da wegzuhauen. Dahinter ist bestimmt alles. Wieso zum Henker hat mich dieser Creeper eigentlich sofort getötet? Das haben die anderen nämlich auch nicht getan. Wieso habe ich Iron Ore im Inventar? Achso, ja doch, ja, ich habe ja Eisen abgebaut. Ha, da war ja was. Ich hatte mein Inventar so schön sortiert und dann kommen die Viecher an. Was will ich jetzt mit diesem scheiß Minecart? Die muss ich irgendwie loswerden. So, dann buddel ich jetzt da ein Loch und werfe die Minecart da rein. Also wenn jemand Minecarts braucht, hier unten findet ihr welche. Da sind nämlich Creeper, die da drin herumfahren. Ne, wisst ihr Bescheid. Von jetzt da sowieso noch mehr kriegen, ist mir jetzt auch erstmal egal. Nehme ich das hier mit und dann nehme ich die da mit. Und das, das, das. Das war so schön sortiert. Ich hätte das ganz sauber und ordentlich gemacht. So. Hallo. Gehen Sie weg. Das ist mein Holz. Ich glaube, es geht Ihnen so gut. Aha. Hier ist noch so Flitzpiepe, ja? Legolas. Nee. Da ist nichts drin. Dann haben wir irgendwelche abartigen Viecher. Und da ist noch Eisen. Scheißendreck. Ich würde ganz gerne einfach mal weiter einen Gang bauen. Also halt weiter einen Gang graben. Dann machen wir das einfach bei dem hier jetzt. Ich nehme jetzt das hier als Viechfarbblocker.
Wenn hier kleine Spinnen kommen, habe ich ein Problem. Dann bringt mir das kaum was. Aber ich würde jetzt behaupten, das reicht erstmal so. Das ist jetzt mein Viecherblocker und ich buddel mir jetzt einen neuen Gang. So, bäh. Der wohl möglich sein, sich hier einen neuen Gang zu bauen. Mache ich einen großen oder einen kleinen? Ich glaube, ich mache einen kleinen Gang. Ich wollte eigentlich auch mal in das normale Abbaugebiet, was wir da definiert haben. Also nicht wir, sondern die Server-Admins. Ich bin zwar auch Server-Admin, aber ich arbeite hier mehr als ist das okay? Ja, Type. Weil ich nichts Ahnung von Server, ich nichts Ahnung. Das bedeutet, ich müsste das hier, wenn ich einen großen Gang machen will, komplett ausbauen. Wenn ich einen kleinen Gang machen will, kann ich ihn ja auch hiermit abstützen. Dann muss ich das halt immer so machen. Dann kann ich halt nicht so viel abbauen. Dann habe ich halt nur einen kleinen Radius. Dann ist das halt ein kleiner Minengang. Kein Problem. Strip Mining ist halt hier, wie gesagt, nicht erlaubt. Nur wenn man die Gänge halt auch ausbaut, wie man das in einer Mine machen würde. Und dann, wenn man halt nicht so lootgeil ist, dann muss man halt kleine Gänge graben. Und dann kann man die halt auch nur mit Holzzäunen abstützen. Das geht auch. Ansonsten müsste man halt große Holzbalken nehmen. Wie viel Abstand habe ich dann immer gelassen? 1, 2, 3, 4 ist eigentlich sinnvoller. 1, 2, 3, 4 Abstand ist sinnvoller. Sonst sieht das so beengt aus. Aber eng ist doch gut. So. 1, 2, 3, 4 und dann auf den 5. abstützen. Weil dann stimmt das nämlich auch mit den Fackeln erstmal. Dann mache ich dann immer hier. Ja, das ist dann nicht ganz symmetrisch, aber immer schön rechts, damit man weiß, wo es wieder rausgeht. Genau. So, während ich jetzt hier total langweiliges, ätzendes, widerliches Strip-Mining betreiben werde, um vielleicht ein bisschen Rohstoffe zu finden, was vermutlich nicht der Fall sein wird, weil ich einfach ahne, dass hier wie immer genau da, wo ich buddel, nichts ist. Verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch wenigstens eine Information gegeben, und zwar erstens mal, scheiße, Creeper können Minecart fahren. Drittens, scheiße, die schießen einen total in die Luft. Und zweitens habe ich übrigens vergessen, hier Daily Dose Minecraft, Folge 300, wo ist die, warum nicht? Und 1, 2, 3, 4, 5, was soll das überhaupt, ey? Du bist voll der schlechte YouTuber, da ist auch ein nett gemeinter Hinweis von mir, mir auf Facebook zu folgen und auf Twitter zu folgen, beziehungsweise einfach Facebook im Auge zu behalten, wenn mal was von mir eine Zeit lang nicht kommt, gibt es auf Facebook immer eine Information dazu. Nein, ihr braucht kein Facebook, um auf Facebook gucken zu können. Das ist eine Like-Seite nur, soll heißen, also halt so eine, quasi nur so eine Künstlerseite. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, da müsst ihr euch nicht anmelden auf Facebook oder sowas, die könnt ihr trotzdem lesen. Ne? Also das ist auch auf alles auf meinem Kanal verlinkt und in der Videobeschreibung und hast du nicht gesehen und pipapo und überhaupt. Für alle Leute, die dann mal fragen und dieses da und spart euch dieses, wann kommt das und das, das bringt sowieso nichts. Das bringt nichts. Die Dinge kommen, wenn sie kommen, das ist halt einfach so. So. Ja, und ich strippe jetzt noch, aber ich blende das natürlich aus, dass, ne? Bis zum nächsten Mal. Bye!